Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video geht es darum, wie man den Oleander richtig gießt. Vor allem jetzt bei dieser Hitzewelle, die gerade ansteht. Wie gießt man den Oleander an heißen Sommertagen? Ich möchte euch aber trotzdem in dem Video auch sagen, wie man unter normalen Bedingungen den Oleander gießt und natürlich auch, wenn ihr ihn überwintern wollt. Und das seht ihr jetzt in meinem nachfolgenden Video. Zuerst einmal mag der Oleander kein Regenwasser, von daher solltet ihr ihn mit kalkhaltigem Wasser gießen. Am besten dazu eignet sich in der Regel Leitungswasser. Regenwasser macht den Boden auf Dauer sauer bei der Pflanze und dann können sich nach einiger Zeit Schädlinge und Krankheiten an der Pflanze einfinden. Das wollen wir nicht, aus dem Grund hier mal ein anderer Fall mit Regenwasser gießen. Das Beste ist auch, wenn man den Oleander vor Regen schützt. Ich habe das hier an der Hauswand gemacht. Hier ist so ein kleiner Dachüberstand. Ihr könnt das jetzt auch durch den Schatten sehen, der gerade schon rumgekommen ist. Und somit ist gewährleistet, dass meine Pflanze halt auch kein Regenwasser abbekommt. Ja, beim Gießen im Sommer ist es so, der Oleander braucht relativ viel Wasser. Er ist eine Pflanze, die wirklich reichlich davon verschlingt. Und ich würde euch auch empfehlen, so wie ich es hier gemacht habe, ich zeige es euch einmal, einen Untersetzer unter den Topf zu stellen. Das heißt, überschüssiges Gießwasser, was hier reinfließt, ja, staut oder sammelt sich in den Untersetzer. Und der Oleander kann sich dann daran bedienen, wenn er wieder Wasser benötigt. Viele andere Pflanzen würden das nicht vertragen, bei dem Oleander ist es anders. Ja, bei der Hitze, so heiß wie es heute ist, teilweise geht es bis 40 Grad, müsst ihr die Pflanze sogar bis zu dreimal am Tag bewässern. Deshalb schaut regelmäßig nach, ob das Erdreich schon antrocknet. Wenn ja, gießt wieder nach. Der Oleander mag es, wie gesagt, gerne recht feucht. Und die Wassermenge könnt ihr jetzt hier sehen anhand bei meiner Pflanze. Ich gieße jetzt einmal. Ich gebe hier wirklich reichlich rein. Und ja, bis zu dreimal am Tag mache ich das bei der Hitze. Je nachdem, wie ausgetrocknet die Pflanze halt ist. Ansonsten im normalen Sommer sollte man gucken, dass man den Oleander auch fast täglich gießt. Ihr könnt es jetzt, glaube ich, gerade nicht sehen. Ich schiebe mal so ein bisschen die Kamera. Hier unten jetzt im Untersetzer sammelt sich das überschüssige Gießwasser an. Ja, bei normalen Temperaturen solltet ihr auch immer mal alle ein bis zwei Tage kontrollieren. Der Oleander darf halt nicht austrocknen. Das Erdreich sollte möglichst immer feucht gehalten werden. Am besten kann man es kontrollieren, indem man einfach so mit dem Finger mal ein bisschen in der Erde rumwühlt. Und wenn man merkt, es ist die obere Schicht schon angetrocknet, dann gießt wieder nach. Beim Oleander kann man eigentlich fast nicht zu viel gießen. Staunässe macht ihn jetzt nicht so viel aus. Außer die Temperaturen sinken. Im Herbst und im Winter müsst ihr natürlich die Wassergaben verringern. Vor allem im Winter, wenn die Pflanze dann ins Winterquartier einzieht, dann solltet ihr wöchentlich mal nachschauen, dass die Pflanze nicht komplett ausgetrocknet ist. Und wenn es wieder trocken ist, dann gebt ihr ja einen Schluck Wasser dazu, aber nicht zu viel. Denkt dran, es könnte sich auch Schimmel bilden und dementsprechend könnten sich dann auch wieder Krankheiten oder Schädlinge an der Pflanze einfinden. Wer die Blütenbildung an seiner Pflanze auch noch begünstigen will, sollte auch mit warmem Wasser gießen. Der Oleander mag keine Temperaturschwankungen, also kein eiskaltes Wasser aus der Leitung nehmen. Macht es vielleicht so, dass er es in die Gießkanne stellt und einfach erstmal einen halben Tag oder ein paar Stunden neben der Pflanze stehen lasst und dann könnt ihr sie gießen. Natürlich zu heiß, jetzt sollte es auch nicht sein, wenn er die Gießkanne so in der Sonne stehen lasst, stellt sie einfach in den Schatten rein und gießt dann euren Oleander damit. Wichtig ist auch noch, wenn so viel gegossen wird, würden aus den Töpfen oder aus den Kübelpflanzen auch die Nährstoffe teilweise mit ausgespült. Von daher solltet ihr dann auch das Düngen nicht vergessen bei der Pflanze. Gerade wenn so viel gegossen wird, dann solltet ihr auch bei der Düngerzugabe ruhig etwas mehr nehmen. Ich dünge sehr häufig mit Kaffeesatz. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht. Da könnt ihr gerne bei mir auf dem YouTube-Kanal nachschauen. Werdet ihr sofort finden, das Video. Da erkläre ich eigentlich alles zum Thema Düngen. Ja, das war's mit dem Gießverhalten und dem Gießen vom Oleander. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und eure Pflanze kommt gut durch die Hitze. Wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!